So, hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Unboxing-Video von, ihr habt es im Titel ja sicher schon gelesen, Max vs. Minions. Ein Riesenspiel. Boah, wow, holen wir das hier mal raus. Das ist also die Codex, habe ich noch kein Video zu gemacht, aber da war die Schachtel ja schon riesengroß. Und die hier ist ungefähr genauso groß, nur dass sie halt auch viel tiefer ist. Und ja, das packen wir jetzt einfach mal gemeinsam aus. Das soll ja unfassbar viel Spiel für relativ wenig Geld sein. Darum... So, und darum gucken wir jetzt einfach mal gemeinsam rein, was da so drin ist. Ich bin echt gespannt. Da sind ja zeitgleich damals die ganzen Rezensionen zu erschienen von eigentlich allen führenden englischen Reviewern, die auch vorher Verbot hatten, darüber zu berichten. Und dann so quasi in einem Tag, bam, sind da zeitgleich die ganzen Rezensionen zu rausgekommen und ist ein mega Hype losgegangen. Und dann konnte man das irgendwann Mitte Oktober, glaube ich, bestellen. Jetzt ist es da. Ein Kumpel von mir hat das halt bestellt. Und am Erstbestelltag sind die Server sowas von explodiert, dass da gar nichts mehr ging. Und dann hat er irgendwie gleich zwei bestellt. Scheinbar auch zwei bezahlt. Und jetzt meine ich, ja, ich würde das auch gern haben. Und meine, hier kannst du haben. Und jetzt gucken wir da mal gemeinsam rein. Das ist ein Riesenkasten. Ich bin echt mal gespannt, wie randvoll der ist. Und das sieht schon mal ganz gut und vielversprechend aus. Erstmal Congratulations. Hier wird dann schon mal gratuliert. Attention. Das ist schon so ein bisschen Einführung wahrscheinlich. Das sollte man sich gleich als erstes mal durchlesen. Ich werde euch das jetzt mal nicht in meinem schlechten Englisch vorlesen. To do this, start a school, white students, okay, learn how to run a school, why is the power source ticking. Das wird sicher auch noch irgendwie alles ein bisschen klarer, wenn wir da mal ein bisschen näher reingeguckt haben. Und jetzt sieht man hier schon mal erstmal viele, viele Miniaturen. Hier haben wir so einen ganzen Bogen mit Miniaturen. Gucken wir uns gleich mal näher an. Dann haben wir hier so ein bisschen größere, prominentere, auf bemalte Miniaturen. Auch die gucken wir uns gerne mal näher an. Oh, hier sind schon so ein paar rausgefallen, aber auch die sehen ganz geil aus. Ich habe gedacht, die werden alle pre-painted, aber ich habe von Miniaturen einmal keine Ahnung. Die haben so ein bisschen, zumindest so eine Schattierung drauf, dass die schon mal nach ein bisschen mehr aussehen. Das lassen wir dann mal so drin. Hier haben wir noch mehr Miniaturen, die wir uns auch gleich nochmal näher angucken. Erstmal gucken wir einfach, was da so überhaupt alles drin ist. Dann ist hier so eine Axt. Und so ein Ding. Do not open. Ne, das ist ja auch so ein bisschen ein Legacy-Spiel. Das heißt, ja, wir machen mal, was hier steht und machen es einfach noch nicht auf. Und dann haben wir hier ganz viel Top-Secret-Sachen. Okay, es geht wirklich Richtung Legacy-Spiel. Da bin ich mal gespannt, ob man das dann auch nur mit einer Gruppe spielen kann, sich das nochmal neu kaufen muss, wobei das dann auch nicht wirklich teuer wäre. Weil, ich meine, Seafall kostet auch 90 Euro, was mehr ist als das. Und hier sind einfach 3000 Miniaturen drin gefühlt. Ja, schauen wir mal. Welcome to Max vs. Minions. Und dann ist das quasi ein bisschen die Schnellstartanleitung. Die sieht jetzt auch nicht so fürchterlich kompliziert aus. Ich glaube, das kann man sich so in 20 bis 30 Minuten erarbeiten, bis man dann losspielen kann. Das hier ist dann die Rumble Pro Tips How to Play. Ich muss dazu sagen, ich habe League of Legends nie gespielt. Ich weiß nicht, ob das sowas ist wie World of Warcraft. Ich glaube nicht. Das war so das letzte Online-Spiel, das ich gespielt habe. Und das ist, glaube ich, eine komplett andere Richtung. Da bin ich aber komplett raus. Ich spiele halt seit Jahren nur noch Brettspiele und sitze eigentlich nur noch am Computer, um Dinge zu schneiden. Und ja, dann habe ich auch noch so ein Regelheft. Und das ist dann Top Secret, Operation Short Fuse, Operation Tempest Heart. Ja, das ist dann das Legacy-Element, wo sich dann das Spiel weiterentwickelt und die Story, wenn wir das eben immer öffnen dürfen. Und wie man sieht, da ist richtig viel drin. Ich habe irgendwas gelesen von 10 bis 12 scheinbar, aber es sind auf jeden Fall mehr Umschläge, die da drin sind. Ein bisschen länger, also sind hier 2, 5, 8, 10, wenn ich mich nicht verzählt habe, 11, vielleicht auch 12, wahrscheinlich habe ich mich verzählt, Umschläge, wo man natürlich auch neugierig ist, was da drin ist. Also wenn man hier so fühlt und mal guckt, dann sind hier gefühlt auch irgendwelche Karten drin und so ein bisschen größere Spielpläne. Und das ist, fühlt sich bei allen relativ ähnlich an, dass hier so Spielkarten drin sind. Und man ist natürlich jetzt schon neugierig, was da drin ist. Aber natürlich gucken wir nicht rein. Also das Grundschema scheint bei allen das gleiche zu sein. Es ist nicht so, dass irgendwo merkbar mehr... Oh, hier ist noch irgendwas. Man sieht das hier so ein bisschen, wie sich das abzeichnet. Bin mal gespannt, was das dann ist. Hier auch. Das macht natürlich schon Spaß, so vorzufühlen und zu gucken, was könnte da drin sein. Das ist hier. Also irgendwas. Man darf gespannt sein. Ja, mache ich jetzt nicht bei allen, das wäre ein bisschen langweilig. Dann haben wir hier, wie gesagt, noch ganz, ganz viele Miniaturen hier drunter. Oh, hier sind noch mehr Miniaturen drunter. Oh, oder, ja, coole Sache. Sieht man das alles? Ja. Eine Sanduhr, die wirklich mal aussieht wie eine richtig schöne Sanduhr. Da, vielleicht ist da ein Echtzeitelement drin. Man muss ja auch irgendwie seine Züge, glaube ich, programmieren. So ein bisschen wie bei Roborally, nur noch ein bisschen einfacher. Und wahrscheinlich hat man da wirklich eine Sanduhr lang Zeit. Das ist natürlich wirklich fancy, weil, ich meine, andere Sanduhren sind auch eine Sanduhr aus, aber das ist halt schon wirklich extrem stylisch, also wirklich geiles Material.
Das hier sieht aus, als wenn das eine Mine wäre, die man irgendwo platzieren kann. Wie gesagt, das ist jetzt nicht wirklich so richtig pre-painted alles. Es ist einfach Silber mit so ein bisschen halt Farbe drüber, so ein bisschen, dass es Schattierung bekommt. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus, wenn es einfach nur so Plastik wäre. Dann haben wir hier unten so die, ja, das sind wahrscheinlich dann die Bretter, wo man dann seine Züge einfach programmiert, wo man sagen kann, was welche Einheit in welcher Phase macht. So ein bisschen wie bei Roborail oder Space Alert wird das, denke ich, sein. Wie gesagt, ich habe mich mit dem Spiel noch gar nicht beschäftigt. Das ist jetzt so quasi das meiste, was ich mir gerade für ein Spiel angucke. Dann haben wir hier einen Doom-Tracker, das kennen wir auch von diversen anderen Spielen. Hier so Overdrive, Minion-Kills, da trackt man irgendwie, wie viele Minions scheinbar getötet wurden. Dann sind das die Spielbretter, die sind natürlich auch wieder doppelseitig bedruckt. Sehen jetzt auf den ersten Blick erstmal noch nicht so super spektakulär aus. Wobei hier ist dann schon so, oh, das ist auf jeden Fall so, sieht man in der Kamera wahrscheinlich auch, ne? Glitzern nochmal so besonders. Mit irgendwelchen Spawning Points. Vielleicht soll ich, um eine richtig fundierte Rezension zu machen, mich dann mal anmelden und so eine Probedings spielen. Ich weiß nicht, ob es das auch für den Mac gibt, aber das ist ja auch mal schön zu hören, wie das ist von einem, der nicht League of Legends gespielt hat. Und wenn wir es heute Abend spielen, ich weiß nicht, ob wir dazu kommen, dann habe ich, glaube ich, auch ein paar Spieler dabei, die das irgendwie kennen und schon mal gespielt haben und dann da auch ein bisschen was zu sagen können. Also, das sieht aber vom Material her, wie gesagt, schon alles richtig geil aus. Hier ist dann das dabei. Hier das, das kommt wohl irgendwie in die Karten ran und wird irgendwie so der Spawnpunkt sein. Und hier, ne, die verschiedenen Farben, ne, das ist ja für 4 Spieler. Es ist auch voll kooperativ. Tom Bazzle hat ja ein Video zu gemacht, dass er auch wirklich eingeladen wurde, als das Spiel entwickelt wurde, so als bekannter Rezensent, der sich eben auch mit Spielen gut auskennt und da ein bisschen was zu sagen soll. Und ursprünglich war es mal gegeneinander und er meinte, er hat ihnen auf jeden Fall den Ratschlag gegeben, das kooperativ zu machen. Das haben sie noch gemacht und dadurch soll das Spiel auf jeden Fall deutlich gewonnen haben. Das sind dann, ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht, was man mit diesen Karten hier macht. Blaze, Flamesplitter, da sieht man auch schon, dass der dann irgendwie seinen Flamesplitter so nach vorne macht. So wirklich wie so ein Feuerstoß, der da rausgeht. Und hier auch Blaze, dass der halt irgendwie in 3 verschiedenen Stufen, in 3 verschiedenen Bereichen abfeuert. Ja, also das sind dann wahrscheinlich die, ja, Chain Lightning, auch sehr cool, so ein Kettenblitz, A, A, B, irgendwelche Ziele, also, ne, wo man dann seinen Minion programmieren kann, entweder wie der sich bewegt oder welche Angriffe, genau, Speed, Move Forward, One Spaces, Two Spaces und so weiter. Hexamatic Aimboard, ne, hat man dann recht viel Schaden, den man da über machen kann. Also, wie das von der Mechanik her funktioniert, keine Ahnung. Das werde ich euch dann hoffentlich morgen schon erzählen können. Sonst spielt es das nächste Woche irgendwann, weil das Spiel wird jetzt auf jeden Fall bald gespielt werden. Das heißt, das kennen wir auch schon aus irgendeinem anderen Spiel. Und Skewer, ja, sieht auf jeden Fall so aus, als möchte man es sofort losspielen. Das ist natürlich richtig cool. Passen aber nicht so gut rein, die Karten. Da muss ich, glaube ich, nochmal einen Gummi drum machen. Hier haben wir dann noch mehr Karten. Reorder your command lines, swap slot 1 and 2. Da kann man dann nochmal seine Programmierung ein bisschen mit verändern. Und ja, also ich bin super neugierig auf dieses Spiel, allein diese ganzen Miniaturen. Ich bin ja normalerweise großer Fan von Miniaturenspielen, wie ja schon oft gesagt. Die meisten Dungeon Crawler haben mich nicht so umgehauen. Das hier ist, glaube ich, nicht wirklich so ein Dungeon Crawler. Wobei ich diese Squad-based Skirmish-Spiele auch nicht so super gerne mag. Da sind zwar viele nett dabei, aber noch nichts, was mich umgehauen hat. Aber das hier, allein vom Material her, sieht das schon so aus, als wenn das zumindest im Materialqualität-Hinblick Top 10 des Jahres Material wäre, weil da echt eine Menge Kram bei ist und das auch echt alles sehr, sehr gut aussieht. Also wenn das Gameplay einigermaßen ansprechend ist, dann ist das also wirklich auch für das Geld allein. Ich meine, wenn ihr euch die andere 80-Euro-Spiele anguckt, da ist oftmals nicht so viel Material dabei und das sieht dann auch nicht schon so, also ne, es ist nicht wirklich richtig pre-painted, aber sieht schon mal ganz gut aus. Dann gucken wir uns vielleicht mal hier erstmal die, die Miniaturen an. Das sind hier irgendwelche, ich hoffe, man sieht das, ne, hier. Die haben schon, sehen schon echt ganz gut aus. Da gibt es aber richtig viele von. Was hatten wir hier noch? Mal hier. Das sind fast alles die gleichen. Ne? Hier ist noch so einer mit einer Axt. Der also sieht halt genauso aus vom Style. Das sind wahrscheinlich einfach diese Minions, gegen die man kämpft, die dann irgendwie das Spielfeld überrollen, wo man dann gegen ankämpfen muss. Hier ist auch ein... mal gucken, wie fancy der Würfel ist. Oh, oh. Wo wir gerade bei gutem, hochwertigem Material waren. Das ist natürlich, also hier zum einen diese Metallräder, die man wahrscheinlich auch irgendwo auf den Spielplan legen kann. Das ist echt sehr fancy. Dann hat man hier noch mehr so Metallmünzen drin. Das ist natürlich auch, also viel besser, als wenn das nur irgendwelche Pappmarker wären. Die ist, also ich habe hier nichts zum Aufstanzen gesehen, oder? Nö, gab's nicht. Also es wird wirklich alles mit diesen doch eher hochwertigen Materialien gemacht. Dann sind hier noch Würfel bei, auch richtig geil. Custom Dice W12 sind das, glaube ich, ja genau. Mit halt so ganz vielen Symbolen drauf, auch immer in den Spielerfarben wahrscheinlich. Bin mal sehr gespannt, was man damit dann auswürfelt. Hier sind auch 2 normale W6 bei, die auch alle Zahlen ganz normal drauf haben. Ja, die haben jetzt eine schöne Marmorierung, aber sind ansonsten nicht so super speziell. Ne, das hier sind auch
irgendwelche Marke, die man vielleicht auch irgendwo ablegen wird, vielleicht irgendwelche Spawning Points oder so. Die sehen auch fancy aus. Also da passt auch genau eine Miniatur rein. Also wird das wahrscheinlich irgendwie damit zusammenhängen, dass sie da stehen können. Vielleicht irgendwelche Punkte, die man beobachten muss. Wie gesagt, von League of Legends, ich habe da keine Ahnung von. Aber auch von den ganzen Warhammer-Spielen hatte ich ja keinen. Also ich habe von Warhammer keine Ahnung, habe die ganzen Spiele gespielt und fand die richtig gut und richtig großartig. Ich hoffe, dass das hier ähnlich ist. Hier, das sind dann so die, wahrscheinlich sind das die Max, mit denen man dann gegen die Minions kämpft. Vorsicht sein, dass es nicht kaputt geht. Und ja, die sehen schon sehr geil aus. Also, sie sind dann wirklich richtig angemalt. Ja, das sind die Max, wo man dann mit durch die Gegend fährt. Und ja, also Respekt. Also es gibt ja manche Leute, die sagen, Prepaint ist ein bisschen doof, ich will das selbst anmalen. Ich bin halt ein Spieler, ich male das nie selbst an. Ich freue mich, wenn das schon im Vorfeld so geil aussieht. Wie gesagt, das für, ich glaube, 75 Euro hat das gekostet, plus 5 Euro Versand. Das ist schon echt eine Menge Holz. Und ja, ne, der auf seiner Bombe dann entlang reitet. Also wirklich extrem fancy. Hier haben wir dann ihn hier. Ja, also da freue ich mich wirklich richtig, richtig drauf. Ich hoffe, das Gameplay ist einigermaßen gut und dass es halt wirklich Spaß macht. Aber wie gesagt, das ist kooperativ. Gegen Herrscharen von Minions kämpfen, vorher seine Züge programmieren, gucken, was dann passiert. Vielleicht hat es auch irgendwelche Events, die in den Missionen getriggert werden. So einen gibt es, glaube ich, auch bei, wie heißt das hier, Crossmaster, glaube ich, einen, der so ähnlich aussieht. Der sieht, hier, ne, kleiner Körper, großer Kopf, sehr fancy, sehr witzig. Also da sollte man gut drauf aufpassen, dass sie nicht runterfallen, nicht kaputt gehen. Also da würde ich mal sagen, Respekt, da haben sie gut was sich ausgedacht. Und sagt, wenn das Spiel noch einigermaßen Spaß macht, so für die Menge Material, das ist echt ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis. Natürlich ist man jetzt super gespannt, was hier drin ist. Vor allem, weil da so eine Axt, so eine recht große Axt rausguckt und da will man haben und damit spielen, aber do not open. Irgendwann im Spiel wird in irgendeinem dieser Umschläge drinstehen, öffne diese Box und dann macht man die Box auf und dann wird sich das Spiel wahrscheinlich komplett verändern. Und ja, also jetzt habt ihr, glaube ich, also bei Miniaturen sonst kann man, glaube ich, auch nicht mehr so viel zeigen. Also da gibt es nicht so viel Abwechslung. Ich glaube, es gibt so zwei, drei verschiedene Typen. Einmal hier die kleinen mit der Axt nach unten, die mit der Axt nach oben. Da gibt es noch hier diese Leute mit dem Schild. Dann noch die mit dem Ball. Also da ist schon durchaus ein bisschen Abwechslung bei. Aber es sind einfach alles Minions. Ich weiß nicht, ob das im Spiel auch so ist, dass man da einfach nur gegen so Herrscharen von immer gleichen Minions kämpft. Aber das wieder einzusortieren, das wird echt ein Spaß. Ich hoffe, da gibt es irgendwo eine Sortieranleitung vom Internet. Ja, ich habe euch, glaube ich, alles gezeigt, was hier so drin ist. Diese Brett. Oh, hier ist auch noch ein Minion. Das hier sind wirklich, also das sind auch, glaube ich, genau 4 Stück, genau. Also die werden auch alle gleich aussehen. So, das hier sind dann nochmal die Bretter, dass man die auch jetzt mal nicht in der Folie sieht. Und wie man sieht, die sehen auch alle gleich aus, nur jeweils eben immer in den, ne, das hier an der Seite, sieht man, zu wem die zugehören, ne? Corki, Heimerdinger, Six und Tristana. Und ja, also das ist so einmal alles, was da drin ist. Wie gesagt, vom Gameplay her weiß ich noch gar nichts, da werden wir uns vielleicht heute Abend durch die Anleitung wursteln, wenn wir mal gucken. Also ich muss ja gucken, weil wenn das wirklich ein richtiges Legacy-Spiel ist, sollte man das natürlich mit einer Gruppe anfangen, wo man weiß, okay, man trifft sich mit der Gruppe regelmäßig und kann das dann weiterspielen. Es kann natürlich so sein, dass es ist ein bisschen wie bei diesen Exit-Spielen, dass man diesen Umschlag hat. Diesen Umschlag macht man dann irgendwann auf, aber danach, wenn man dann fertig ist mit der Partie, kann man einfach wieder alles da reinpacken und kann dann eben das einfach mit einer neuen Gruppe nochmal weiterspielen. Und wenn man dann mit der alten Gruppe wieder weiterspielt, dann schreibt man sich einfach auf, wo man war, welche Umschläge man schon geöffnet hätte und macht dann damit weiter. Da kommt es natürlich ein bisschen darauf an, ob da Spielmaterial drin ist, dass man irgendwo aufklebt, Sachen, die man zerstört, wie das ja bei den meisten anderen Legacy-Spielen ist, die es gerade so gibt. Aber das heißt immer nur so halb Legacy. Also wahrscheinlich wird es ein Spiel sein, das sich so von Partie zu Partie wirklich entwickelt, auch verändert. Aber ich hoffe, dass man die ganzen Änderungen wieder rückgängig machen kann, damit man das Spiel eben auch mit mehreren Gruppen spielen kann, mit unterschiedlichen Leuten, damit man sich mal hinsetzen kann und kann einfach nur eine Mission spielen, wenn man irgendwie so ein paar Leute hat, die es mal ausprobieren wollen. Oder halt, wenn man ein Team dafür hat, das in der richtigen Kampagne spielen kann, man das eben auch, das Ding finde ich auch super geil, dann eben die richtige Kampagne komplett einmal durchspielen kann. Und je nachdem, wie sich das entwickelt, bei meisten anderen Legacy-Spielen war es ja auch so, dass die von Partie zu Partie schon mal ein bisschen anders liefen. Und vielleicht ist das hier auch so. Also sagt, extrem neugierig drauf. Vielleicht habt ihr es auch vorbestellt, dann dürfte es auch jetzt die Tage kommen. Wenn ihr es ein bisschen später vorbestellt habt, die Second Wave kommt so im Dezember. Und das ist ja auch bald, also 6 Wochen, dann sollte es wahrscheinlich da sein. Und ja, wie gesagt, da wird es auf jeden Fall dann auch irgendwann demnächst, sobald ich dazu komme, ein Gameplay-Video zu geben, Let's Play, auch eine Rezension. Sobald wir spielen, werde ich in einem Gezockt davon berichten. Und ja, also das war, wo ist die große Schachtel?
allein die finde ich, sieht schon echt extrem stylisch aus. Ne, das war jetzt hier Max vs. Minions und ich hoffe, ihr seid genauso voller Vorfreude wie ich und genauso gespannt auf das Spiel und die Rezension dann. Und ich sage bis bald und tschüss.